Wenn Menschen unter großen Unsicherheiten entscheiden müssen, stehen sie oft unter dem Eindruck von Emotionen und neigen dazu, verhaltensorientierte Fehler zu machen. Das ist nicht nur an den Kapitalmärkten so, sondern scheint auch jetzt in der Corona-Krise wieder der Fall zu sein. Wir untersuchen sechs verhaltensorientierte Anomalien und zeigen auf, wie diese an Finanzmärkten wirken und warum wir glauben, dass dies auch in der Corona-Krise der Fall ist. Und geben drei konkrete Tipps, was man tun kann, damit wir alle bessere Entscheidungen treffen. Die Corona-Krise des Jahres 2020 ist nicht nur an den Kapitalmärkten ein großes Thema, auch für unsere Gesellschaft, für jeden einzelnen Bürger ist es ein bewegendes Ereignis und viele Menschen sind stark verunsichert oder haben sogar Angst. Doch Angst ist ein schlechter Ratgeber, denn wenn Angst unser Handeln bestimmt, dann handeln wir nicht mehr im Einklang mit dem, was wir wissen, sondern Emotionen und unterbewusste Heuristiken, also sozusagen Faustformeln und Voreingenommenheiten bestimmen unser Handeln. An den Finanzmärkten ist dieser Zustand ein allzu häufiges Phänomen. An den Finanzmärkten kommt es immer wieder zu Angstattacken oder auch zum Gegenteil zu einem überschwänglichen Optimismus, wo die Emotionen so stark sind, dass Menschen sich zum Teil wider besseren Wissens in finanzielle Abenteuer stürzen oder wertvolle Aktien in einer Panik zur Unzeit verkaufen. Weil das an den Börsen ein so wichtiges Thema ist, gibt es inzwischen einen ganzen Wissenschaftsbereich, der sich mit diesem Phänomen beschäftigt und der versucht, diese Fehler, die quasi durch die Emotionen entstehen, zu vermeiden und zu besseren Anlageergebnissen zu führen. Dieses Feld nennt sich Behavioral Finance, verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung. Und in diesem Video möchte ich einige der Lehren aus der Behavioral Finance betrachten, weil wir glauben, dass diese in der aktuellen Corona-Krise auch zu beobachten sind und dass es wertvoll sein kann, die Lehren aus der Behavioral Finance zu beherzigen und damit auch in der Corona-Krise und nicht nur an den Finanzmärkten zu besseren Entscheidungen zu kommen.